Das Lentos zeigt eine große Ausstellung zum Thema Autor. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem man eigentlich sagen könnte, wir müssen uns vom Autor verabschieden. Es ist ein Objekt, in dem jeder seine eigenen Wünsche, seine Träume zu verwirklichen glaubt. Welches Design, welche Marke, dies oder jenes, all das können wir im Auto uns aneignen. Und das ist jetzt natürlich ein ganz spannender Zeitpunkt, hin und her gerissen zwischen diesen schönen und den schrecklichen Seiten, die mit dem Automobilkult verbunden sind, um zu schauen, wie Künstlerinnen und Künstler mit diesem Objekt umgehen. Bei der Ausstellungsgestaltung war es irgendwie so, dass man diesen natürlich naturgegebenen bei dem Ausstellungsthema Parkhauseffekt nicht unbedingt recht erzielt. Darum war es uns recht wichtig in der Gestaltung, eigentlich fast jedes Auto vor einen Weißraum zu setzen. Das heißt, dass es schon diesen eigentlich ganz dezidierten Skulptur-White Cube-Aussage hat und nicht so parkhausmäßig irgendwie rüberkommt. Das war so ein wichtiger Punkt. Das war so ein Probieren, muss man ganz offen zugeben, weil natürlich die Objekte erst, wenn sie wirklich im Raum sind, die volle Wirkung entfalten, sind Papier eher schlecht zu planen, aber es funktioniert recht gut und auch die eher, sage ich mal, sanfteren Arbeiten, die wir dabei haben, kommen gut zur Geltung. Von Wolf Vostell stammt der schöne Ausspruch, das Auto ist die Plastik des 20. Jahrhunderts. Das Auto, das entwickelt wurde, zeitgleich mit der Technisierung, auch mit dem Beginn der Moderne in der Kunst. Nun könnte man eben das Auto als Skulptur betrachten unter formalen Gesichtspunkten. Wir nennen ja unsere Ausstellung auch im Untertitel das Auto als Skulptur. Und es ist natürlich eine Skulptur, die sehr, sehr reizvoll ist im Hinblick auf Material, auf Volumina, auf Oberflächen. Du bist ja nicht herein. Du musst das mal herein machen. Die ganze gesamte Transportabwicklung war so der erste, die große Hürde für die Ausstellung eigentlich. Also abklären, Gewichte, Längen, Größe, Transportierbarkeit, an welchen Bedingungen muss transportiert werden, sind es alles Kunsttransporte, geht es auf einen normalen LKW, muss Kurier dabei sein. Also wirklich jetzt wie in normalen Ausstellungen halt noch alles ein bisschen überdimensioniert und mit mehr Gewicht, sage ich mal. Es ist ja das lustige Paradox des Autos als Skulptur, dass es sich hier um immobil gewordene Autos handelt. Und mit dieser Denkfigur, mit diesem Paradox arbeiten auch viele Künstler. Wir schauen, dass du den Weg mit dir noch rein. Aber lass doch mal so viel. Die Autotorsi, also die Wracks selber, sind ein Bausatz. Der ist aber auch schon so relativ kompliziert von uns konstruiert worden, dass
Mindestens einer von uns dabei sein muss, um das auf- und abzubauen. Also einmal haben wir das nicht gemacht und das war wirklich fatal. Und das Problem ist, dass der Crash, also dieser Berg an zerborstenem Holz, der den Unfall wirklich dann darstellen soll, relativ kompliziert ist. Es ist also jedes Mal eine neue Skulptur, die wir bauen. Und jetzt mit der Erfahrung, das schon ein paar Mal gemacht zu haben, ist es manchmal dann einfacher, aber es ist wirklich sau schwierig, das so zu bauen, dass es auch nach Dynamik aussieht und nicht mehr einfach wie gestapeltes Holz. Und das ist letztendlich jedes Mal eine eigene, eigenständige neue Skulptur. Eine Vorstellung, die sich mit dem Begriff des Autosalon verknüpft. Autosalon Lentos könnte jetzt auch so eine Metapher sein für unsere Ausstellung. Ja, im Vergleich zu einem konventionellen Autosalon wird man einerseits doch einige Übereinstimmungen finden. Also man betritt den Ausstellungsraum, man sieht hier eine große Anzahl, in unserem Fall so 25 ungefähr, Automodelle, die man abschreiten kann. Es ist ein Parcours eingerichtet, auf dem man so Modell um Modell, Objekt um Objekt in Augenschein nehmen kann. Der Unterschied ist wahrscheinlich der, dass das Vergnügen im Unterschied zum Autosalon im Museum kein ganz ungetrübtes ist. In den Ursprüngen unserer Arbeit war das auch eher so aus ökonomischen Gründen, dass wir Fundholz genommen haben und darin uns ausgetobt haben. Und jetzt, und das war jetzt bei diesem Auto eben auch der Fall. Also wir hatten das Material, wollten relativ schnell eine Arbeit produzieren zu dem Thema Autokultur, SUV, Luxusgeländewagen. Bei manchen Arbeiten muss der Künstler vor Ort sein, also wie man vielleicht eher von anderen Bildern sieht. Köbel in Kaltwasser ist natürlich ein total aufwendiger Aufbau, der sich jetzt schon über 3 Tage zieht. Also das ist da wieder vonnöten. Manche sind wirklich nur Transporte, manche bedarfen einer großen Rücksprache, wie der Transport zum Beispiel abzuwickeln ist. Allen ist bewusst, dass das Auto kein seligmachender Gegenstand ist. Allen ist klar, dass das Auto eine Bedrohung darstellt. Aber wie jetzt darauf reagiert ist, auf dieses unterschwellige Gefühl von Bedrohung und auch von schon sich abzeichnendem Verlust, von Abschied, das ist natürlich dann sehr unterschiedlich. Thank you.
Es steht in der Wiesen. Es müssen Fundamente dafür gemacht werden. Und man muss halt einfach schauen, dass es, dass alles irgendwie in der Waage und Grad steht. Eigentlich war die Idee, einen Käfer so zu rotieren, dass er an den äußeren Punkten Überschallgeschwindigkeit erreicht. Und das hat ein bisschen kokettiert, ein bisschen mit dieser Idee Automobilität, Rekorde brechen und so weiter. Und uns war allerdings auch klar, dass das für uns sicher ein Projekt wäre, das scheitert. Sprich, dass dieses Ding trotzdem so Unwucht hat, dass es zerlegt. Bei dem Auto steigt man rein in einen total bekannten Raum, aber er verhält sich total anders. Also man steigt schon mal ein und es ist nicht wie in ein Auto steigen, sondern man steigt wie in ein Boot rein, weil es da einfach nachgibt. Danke euch. Sehr gerne.